Also wir bieten jungen Menschen bei uns ein umfangreiches Ausbildungsangebot. Wir haben auf der einen Seite den gewerblich-technischen Ausbildungsbereich und auf der anderen Seite den kaufmännischen Ausbildungsbereich. Insgesamt bieten wir 8 verschiedene Ausbildungsberufe an bei uns im Unternehmen. Aktuell haben wir bei uns 35 Azubis im Einsatz, wobei das Verhältnis von gewerblich-technischen zu kaufmännischen Azubis bei etwa 2:1 liegt. Insgesamt ist es so, dass wir im Auswahlverfahren jedes Jahr in etwa 200 Bewerbungen für unsere ausgeschriebenen Stellen erhalten. Ich denke, dass diese Tatsache nicht auf Zufall beruht, sondern dass es damit zu tun hat, dass die EMG schon seit Jahrzehnten einen sehr hohen Stellenwert auf das Thema Ausbildung legt. Natürlich steht bei uns in erster Linie die Vermittlung der Ausbildungsinhalte im Vordergrund. Uns ist aber auch bewusst, dass zu einer guten Ausbildung weit mehr gehört. Von daher haben wir verschiedene Programme, Aktionen, die wir unseren Auszubildenden ermöglichen. Darüber hinaus haben wir beispielsweise ein Azubi-Austauschprogramm mit unserem Mutterkonzern, der SMS. Dieser Austausch findet beidseitig statt, das heißt also zwei Azubis der EMG besuchen für ein paar Wochen die SMS und lernen dort beispielsweise, wie der Getriebebau bei der SMS in der Praxis durchgeführt wird, oder aber lernen auch die verschiedenen Prozesse im Vergleich zu EMG kennen. Dann haben wir Auslandsaufenthalte, die wir unseren Auszubildenden ermöglichen. Zuletzt waren dort 2 Auszubildende bei unseren Auslandsgesellschaften in Italien und aber auch in Indien. Bei der EMG bekomme ich über eine gute fachliche Ausbildung hinaus noch einiges mehr geboten. Die Ausbildung selber ist durch den Ausbildungsrahmenplan gesetzlich geregelt. Das heißt also, die Ausbildungsinhalte, die letztendlich vermittelt werden müssen. Deshalb hat unsere internationale Ausrichtung erstmal keinen direkten Einfluss auf die Ausbildung. Allerdings haben wir durch verschiedene Programme, wie beispielsweise Auslandsaufenthalte und dergleichen, natürlich auch ein Interesse daran, dass die Ausbildung auch in die Richtung läuft. Darum bieten wir beispielsweise durch die EMG Academy verschiedene Weiterbildungsangebote, unter anderem auch für die Auszubildenden an. Das heißt, dort können beispielsweise Englischkurse besucht werden, die dann unter anderem dafür auch genutzt werden, wenn beispielsweise ausländische Praktikanten hier zu Besuch sind, die dann letztendlich auch durch unsere eigenen Auszubildenden in der Freizeit betreut werden oder auch während der Arbeit betreut werden. Und dadurch haben dann auch unsere Auszubildenden die Möglichkeit, neben ihrer eigentlichen Ausbildung den internationalen Flair unseres Unternehmens kennenzulernen. Ich habe selber 1985 meine Ausbildung bei der EMG begonnen. Gründe waren unter anderem dafür, weil die EMG für ihre Ausbildung in der hiesigen Region einen sehr guten Ruf hat. Die Ausbildung ist sehr fundiert. Man hat mit interessanten Menschen zu tun, man arbeitet in einem tollen Team zusammen. Man wird sehr früh auch schon mit in Betrieb eingesetzt, voll in die Produktion mit eingeplant. Das heißt, man lernt die Produkte von Beginn an kennen. Und es ist eine sehr interessante Tätigkeit, die man halt hier auf der Firma hat in der Ausbildung. Sie sind an weiteren Informationen zum Thema Ausbildung bei EMG interessiert? Dann besuchen Sie gerne unsere Webpage, nehmen Kontakt via E-Mail auf. Falls Ihnen dieses Video gefallen hat, folgen Sie uns gerne auf YouTube und spendieren uns ein Like. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.